So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Blade. Mit Feuer und Schwert, und wir haben das letzte Mal ordentlich geplündert. Und können jetzt den ganzen Kram verkaufen. Was ich aktuell allerdings hier sehe, kann man Gewürze kaufen, und die kosten nur 400. Wenn wir die in Königsbett verkaufen, kriegen wir ein Vielfaches davon. Glaube, die werde ich mal mitnehmen. Kleine Handelsmission. Und das Samt nehme ich auch mal mit. Interessant, oje. Aber was wir noch machen können: Wir können alle Tiere noch schlachten und das ganze Rindfleisch noch verkaufen. Die folgen mir sowieso die ganze Zeit. Mal, wie viel das hier wert ist. Den haben wir leer gekauft. Den auch. Und 76 bekommen wir pro Stück. Nochmal 1000 nur für die Rinder. Jetzt holen wir unser Trupp. Das plagt mich Ruhe. Der belagert allein die Festung. Gut, dann bleibe ich einfach hier in der Festung. Und Mist, die haben hier nicht mehr Nahrungsmittel. Jetzt habe ich alles verkauft und wir hungern. Aber hier gibt es ja auch einen Markt. Ja, auf dem war ich gerade. Rest in Peace. Nee. Bei mir. Wir müssen hier weg. Mist. Oh, wir haben ein Problem. Mein Feind haben sich ziemlich viele Truppen angeschlossen. Ich hätte in der Festung bleiben sollen. Ich hätte in der Festung bleiben sollen. Okay, jetzt wurden alle verwundet, dann habe ich euch weg. Bei dir sollten da kommen, ach komm, einfach alles weg. Aber die behalte ich noch. Jetzt müssten wir schneller sein, ne? 5,2, ja, wir sind schneller. Okay, das war natürlich ziemlich knapp. Karawanen gehen ja eigentlich nicht in den Angriff über. Na, es waren eh alles nur Mülltruppen. Oh Mist, Mist. Wir bezahlen die jetzt einfach. Wir müssen die bezahlen, sonst wären wir in Gefangenschaft geraten. Und das wäre mich teurer gekommen, da hätte ich die schöne Pistole hier verloren. Wir hätten nämlich nur drei Mann gehabt. Vorräte bei den Bauern kaufen. Ja. Definitiv. So. Ich bin ja eigentlich kein Freund von den Söldnern, aber ich werde mir jetzt. Eben. Ja, ich muss auch die nochmal bezahlen. Ah, ist das lästig. Ich hole mir jetzt natürlich mal ein paar Söldner hier. Infanterie. So. Besser als nichts. Besser als nichts. So, und jetzt geht's erstmal in die Heimat zurück. Wenn wir noch einen Reisenden, vielleicht weiß der mittlerweile ein bisschen Bescheid. Der weiß nichts. Dann geht's jetzt zurück. Wollte ein bisschen Leder hier mitnehmen. Die haben 50 Gefangene.
hier aktuell blöd. Ich meine, die Truppen sind mir egal, die ich mir jetzt hier geholt habe. Hm. 4,8. Wieso bin ich mit weniger Truppen eigentlich langsamer als der? Okay, ich löse die auf. Mist. Okay. Okay. Das machen wir jetzt so. Wir greifen jetzt diese Deserteure an. Die werden jetzt hier gejagt. Weil das ist kritisch. Wir haben nur 4 Mann aktuell. Weil die alle verwundet sind. Aber hier könnten wir auf einen Schlag 50 Mann mehr haben. Den greife ich jetzt an. So, und ich habe eine Pistole. Stellt ihr euch hier auf. Das sind nur normale Reiter mit ein paar Musketen. Oh, das kann gefährlich werden. Weil die Lanzen haben. Sehr gut. Oh. Der muss nur einmal mit seiner Lanze erwischen. Man sieht auch jetzt die Kanone, die lädt richtig schnell nach. Und wir haben ihn gerade sogar getroffen, obwohl er sein Schild hatte. Sehr gut. Die haben ziemlich gute Musketen. Den hätten wir. Mist. Aber wir hatten noch 2 Musketen. Und wir geraten in Gefangenschaft. Das gibt's doch nicht. Oh, was habe ich verloren? Tatarenschild, Leder, Leder, Leder. Und die gute Pistole habe ich auch verloren. Oh, was für ein Rückschlag. Was für ein Rückschlag. Und ich glaube, wir haben auch wieder ein Truppenmitglied verloren. Ach, was mache ich denn jetzt hier in letzter Zeit? Spielerprotokoll, wir haben verloren. 1880 Taler, das ist mir echt ziemlich egal. Aber hier die Pistole, die war schon gut. Und das war mindestens ein ganzer Plunderzug. Also ein Dorf, was wir geplündert haben. Die hat ja 5.000, 6.000 gekostet. Yelisei hat den Trupp verlassen. Und ein bisschen Leder haben wir auch noch geklaut bekommen. Ich greife den jetzt trotzdem nochmal an. Nein, dieses Mal ist es an euch, mich zu bezahlen. So, jetzt haben wir nämlich 5 Truppen gegen einen. Ich habe keine Waffe, Mist. Na gut, ihr greift an. Ihr macht das schon, ihr macht das schon. Vielleicht haben wir in der Kiste noch einen Säbel. Nee. Okay, dann müssen die jetzt den Kill machen, aber das ist auch nur ein Infanterist. Mist, Mist, Mist. Ja, die Sale kriegen wir aber wieder zurück. Nur wo diese Fatima abgeblieben ist. Wird sich hoffentlich irgendwo wieder zeigen dann. Ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, die ganze Zeit diese Taverne jetzt abzusuchen. Wir werden die nicht finden. Wenn die Reisenden schon nicht Bescheid wissen, dann werden wir sie selber auch nicht finden. Dann warte ich einfach noch ein paar Wochen ab. Und da schießt aber nur auf mich, ne? Dann warten einfach noch ein paar Wochen ab und suchen dann nochmal die Gefährtin. So, haben wir es geschafft. Ich denke mal nicht, dass wir die Pistole jetzt zurückbekommen werden. Wir hier auf alle Fälle erstmal alles rein. Ziemlich durchmischte Truppe, vor allem das Ärgerliche ist, wir sind einfach durch Seite. Wir haben sogar ein paar Sachen wiederbekommen, aber nicht alles, nicht alles. Ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Na gut, dann geht's erstmal zurück. Dann geht's erstmal zurück. Und wir müssen hier die Save wiederfinden. So, dann hole ich mir hier mal schnell noch einen Säbel. Ja.
Dann verkaufe ich einfach hier das, den ganzen Kram. Das war natürlich trotzdem ein Rückschlag jetzt. Xlutsk. Ehrlich say, wir werden dich wiederfinden. Polotsk. Keine Reisende. Dann probieren wir es mal in Riga. Da wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit einer sein. Ja, sieht gut aus. Bauer. Reisender, sehr gut. Seid gegrüßt, Fürst Wilhelm der Siebte. Ich sah euren Gefährten Jedi Safe vor einigen Tagen in einer Schenke in Ackermann. Die Welt ist klein, wie man so schön sagt. Ich dachte mir, das würdet ihr vielleicht gerne wissen. Danke, ich werde mich dorthin begeben und ihn finden. Ja. So, den Bauer helfen wir mal. Der braucht nämlich Hilfe bei seinem Dorf. Ich denke mal, es wird sich dabei hier um eins dieser Dörfer handeln. Onjewisch. Ja. Ackermann ist doch aktuell in den Händen. Ah, perfekt, da können wir sogar hin. Die haben es zurückerobert. Hat ja noch vor ein paar Runden zum Kosakenhetmanat gehört. Gut, dann kümmern wir uns erst um die Banditen. '84 Rebellen, das ist ordentlich. Ärgerlich um die Pistole, die ich jetzt schon wieder verloren habe. Kriegen wir noch Verstärkung eigentlich? Müssten wir eigentlich bekommen. Der Priester ist aufgestiegen, sehr gut. Sehr gut. Mehr Verstärkung bekommen wir nicht. Die sollten es eigentlich schaffen. Oder? Das kann ziemlich knapp werden. Das wird sogar ziemlich knapp. Das verlieren wir. Das schaffen wir nicht. Ja, das sieht nicht gut aus. Weil wir auch keine Verstärkung bekommen haben. Was ist denn das? Nicht mal gegen die Banditen haben wir es geschafft. Das Dorf hasst mich jetzt. Das Verhältnis hat sich jetzt ganz deutlich verschlechtert. Also aktuell habe ich wirklich eine Pechsträhne, man muss es einfach so sagen. Man muss es einfach so sagen. Okay, dann erstmal nach Ackermann reiten. Holen wir den Gefährten erstmal zurück. Und wir sind im Krieg mit der Polnischen Republik. Genau das brauchte ich jetzt. Großartig. So, dann holen wir ja die Say erstmal wieder zurück. Was hat mir nicht, dass die jetzt schon wieder umgezogen ist.
ist er nicht mehr hier. Ach komm. Finde ich extra den weiten Weg hier hoch. Kreist. Kreislock können wir es mal probieren. Nö. Dem Werk sind wir jetzt im Krieg. Die nächste Stadt ist, glaube ich, Prag. Oder wir probieren es nochmal nach Kützermann. Wen hier? Nee. Und auch keinen Reisenden. Ach komm. Ich brauche aber noch ein bisschen Nahrung. Gibt's hier nicht. Okay, zurück nach Riga. Ja, das ist, glaube ich. Ja, hier sind wir eher im verbündeten Gebiet. Muss aufpassen, hier bei Lublin und Minsk, da ist eine Menge in der Nähe. So, aber ich kann jetzt zum Froh sein, dass meine Stadt steht. Twer steht immer noch. Eieie, das war knapp. Warschau. Da kann man auch mal gucken. Mitnehmen. So, ich mache jetzt so eine Mischung aus Reitern und Kavallerie. Leibgardisten, Musketiere, schwedische Reiter, Reiter. Vielleicht auch ein paar Dragoner, mal schauen. So. Ich brauche wieder eine schlagkräftige Armee. War ich Königsberg jetzt schon? Ich glaube schon, oder? Nee, hier ist ein Reisender. Okay, fragen wir ihn. In Lehmberg. Oh, das ist Polen aktuell. Na, dann warten wir noch eine Weile. Das ist Polen. Hatte ich ja auf Burg Einstein die Reiter mitgenommen? Hier gibt es ja auch Reiter. Ich glaube, die könnte ich vergessen haben. Nicht vergessen. So, dann entferne ich mal die ganzen sonstigen Truppen, wo die Wache bleibt. Hier solche Einzeltruppen kommen weg. Bauern, warum ich baue eine Armee? Weg damit. Weg. 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 So. Die Mission ist fehlgeschlagen. Ja, aber wir waren ja auch nicht im Krieg mit dem Krimkhanat. Ja, hier sind mittlerweile schon einige Quests fehlgeschlagen. Aktuell habe ich wirklich eine Pechsträhne, kann man einfach so sagen. So, Bier. Hier kriegen wir Bier relativ teuer los. Ein bisschen was nehme ich noch mit nach Twer. Und ich will hier natürlich den Befehlshaber sprechen. Nicht rein. So.
Dann haben wir nach Ewigkeit mal wieder eine schlagkräftige Armee. Ich probiere da immer gerne ein paar Sachen aus. Und diese Musketiere sind in der Regel auch nicht schlecht, gerade wenn es um die Wagenburgen geht. Aber in der offenen Feldschlacht und in der überlegenen Armee hat man nun mal die schwedischen Reiter, hat man nun mal überhaupt Kavallerie. Kann man den Feind nämlich überrennen. Und die Armee ist voll. Ja, das passt. Okay, das kann sich sehen lassen. Ich glaube, die Armee war schon früher voll. Weil ich viel mehr schwedische Reiter rekrutiert. Ah, die Armee war wirklich schon wieder viel früher voll. Na, egal. Auf nach Tver. Das Bier ist hier 93, wir hatten sogar ein bisschen weniger. Naja, machen wir trotzdem. So. Ist niemand. Wie oft ich in der Schenke vorbeischaue, also wirklich. Gut, dann plündern wir mal wieder und ich hole mir mal deine neue Pistole zurück. Du hast fehlgeschlagen, Ponyavish. Wir haben uns nicht mal gegenüber den Dorfbewohnern erklärt. Also, das sind jetzt erstmal noch die nächsten Aufgaben. Wir rauben jetzt erstmal nochmal alle drei Dörfer aus. Also Klin, Tarusa und Okrovskoje. Und dann müssen wir jedes Mal jetzt wahrscheinlich zurück. Vielleicht kann ich nochmal Pleskau ein bisschen was verkaufen. Wir werden wahrscheinlich jetzt in Narva und Reva die ganzen Sachen verkaufen müssen, weil wir einfach keine anderen Optionen haben. Gut, der Markt hier ist schon wieder relativ gefüllt. Wirklich viel haben die nicht. Zahlt, was ihr könnt. So, Nava. So, 13.000 Gold. Und da geht's wieder zurück. Ziel Tarusa. Oh, der hat 50 Gefangene. Was hat denn für Gefangene? Ehrengardisten, Scharfschützen, Speerwerfer. Polnische Reiter 15 hat der Zorniere, Pikaniermuster, Milizionär, gepanzerte Kosaken. Die Armee ist groß, aber. Ja, die können wir fighten. Mit Wagenburg. Mit der Wagenburg. Probieren wir es mal. Wieso habe ich eigentlich schon wieder Dragoner? Die Kavallerie bleibt hier und die Infanterie bleibt auch hier. Viele, wie gesagt, viele polnische Reiter, viele Kosaken. Mal gucken.
Ich lasse die Kavallerie angreifen. Der Säbel ist ziemlich gut. Oh, Mist. Kritisch. Ah, Mist. Aber der Säbel ist gut. Ah, diese pieken Nerven. Okay, ich zieh mich zurück. Ich will nur noch Zwerg locken. Und dort will ich ihn dann fighten. Sehr gut. Und jetzt packe ich immer noch ein paar Einheiten in die Garnison. So, nehmen wir die ganzen Pikanier-Milizionäre mal mit. Können wir ihn ja immer wieder neu fighten. Intelligenz. Und dann haben wir jetzt Heilungstempo erhöht und Wiederherstellung der Trefferpunkte. So. Piken, Angriff! Verheizen wir die jetzt einfach mal. Die Fernkämpfer behalte ich hier. Ich muss mich auch noch rechtzeitig zurückziehen werden, weil ich mich mindestens einmal zurückziehen müssen und neue Truppen anfordern. Es geht nur darum, die Truppen zu verheizen. Viele sterben. Okay, ich zieh mich zurück. Das reicht, oder? Was machen so gut Kills? Ah, noch machen so gut Kills. Okay, Rückzug. Ah, wir sind immer noch überlegen. Jetzt muss ich auch mal aufpassen. So. Ja, jetzt rennt er natürlich weg, ne? Jetzt rennt er weg. Der Schlingel. Der Schlingel. So, dann plündere ich jetzt Tarusa. Ja, wir haben aktuell noch eine Krankheit. Gut, die wird jetzt ein paar Truppen dahin raffen. Ja, durch ein Dorf plündern kann man natürlich auch genesen, können die Soldaten gut genesen. So, und jetzt geht's nach Reval. Mit Reval werde ich gucken, ob ich da vielleicht eine gute Pistole auftreiben kann. Die Schweden haben in der Regel ziemlich gute Schießpulverwaffen. Was denn hier? Mitten im Feindgebiet. Feldzug, wo wurde der zuletzt gesehen? Ja, gut, da werde ich nicht dran teilnehmen. Die starten die Feldzüge wirklich immer am Ende der Welt. Das macht keinen Spaß. So viel Geld habe ich noch.
8000. Ich dachte gerade 82.000, nee, aber 8000. Okay, also wir werden jetzt mal gucken. Ich suche eigentlich eine gute Pistole. Haben wir hier jetzt aber erstmal nichts. Na gut, dann füttern wir erstmal den Markt. Polnische Republik und Moskau haben Frieden. Oh, die haben ja ganz schön viel Kohle hier. Reiches Dorf. Riesiges, fruchtbares Dorf. Deswegen haben die auch so viele Ressourcen. Freue ich mich für euch, dass ihr so reich seid. Riga. Ja, so eine gute Pistole bekommt man halt auch nicht überall. Ne? Hier, verborgene Pistole, was soll ich damit anfangen? Das ist einfach nur Müll. Das ist Müll. Achso, Taverne. Vielleicht ist Jelista jetzt schon umgezogen. Dem Berg immer noch. Okay, an der Stelle verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zuschauen und für euer Interesse an Mount & Blade mit Feuer und Schwert. Und das nächste Mal geht es dann weiter. Haut rein!